Nach der Wahl in Bosnien-Herzegowina droht dem Vielvölkerstaat eine Phase politischer Instabilität. Gewählt wurde am Sonntag das Staatspräsidium, das mit je einem Vertreter der Kroaten, der Serben und der muslimischen Bosniaken besetzt wird. Die Sitze gingen an Milorad Dodik für die bosnischen Serben, Sefik Zaferovic für die Bosniaken und Selcko Komsic für die Kroaten. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Bosnienkrieges machten alle drei Gruppen Wahlkampf mit Parolen, die sich gegen die jeweils anderen Teile der Bevölkerung richteten. Von den 3,4 Millionen Wahlberechtigten gingen laut Wahlkommission nur 53% an die Urnen. Der Wahlausgang galt auch als richtungsweisend dafür, ob sich das Land weiter in Richtung EU und NATO bewegt oder ob die Spannungen zwischen den Volksgruppen wieder zunehmen.